Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines News-Update für euch vorbereitet. Und wir starten direkt mit den aktuellen Fallzahlen. Da berichtet BangkokPost.com heute am 23. Oktober 2021. Thailand verzeichnete in den letzten 24 Stunden 9.742 Neuinfektionen und 74 neue Todesfälle, teilte das Gesundheitsministerium am Samstagmorgen mit. Am Freitag wurden 10.182 Covid-19-Patienten aus Krankenhäusern entlassen, nachdem sie sich vom Coronavirus erholt hatten. Der Artikel geht noch ein bisschen weiter. Die Links zu den Artikeln findet ihr wie gewohnt unten in der Beschreibung. Dann habe ich einen Artikel rausgesucht von thailandtipp.info mit Quellenangabe Bangkok Post. Regierung erhöht den Wiedereröffnungsplan. Und da werde ich immer nur etappenweise vorlesen. Also wenn ihr euch das nochmal in Ruhe alles durchlesen möchtet, wie gesagt, den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Bangkok: In der Anfangsphase der Wiedereröffnung des Landes für geimpfte ausländische Besucher aus 46 Ländern im nächsten Monat bleiben die Nachtunterhaltungsstätten in 17 Provinzen weiterhin geschlossen. In der Zwischenzeit wird die nächtliche Ausgangssperre zur Eindämmung der Ausbreitung von Covid-19 am 31. Oktober in 17 Provinzen einschließlich Bangkok aufgehoben. Und ich überspringe direkt einen Teil. Besucher aus 46 Ländern, siehe Grafik, die als erste Gruppe mit niedrigem Risiko bezeichnet werden, können ohne Quarantäne auf dem Luftweg nach Thailand einreisen, sofern sie vollständig geimpft sind und negative Testergebnisse vor dem Flug nachgewiesen haben. Sie müssen auch zustimmen, bei der Ankunft einen weiteren Test abzulegen. Die Zahl der Personen bei öffentlichen Versammlungen in den touristischen Wiederöffnungszonen wird auf 500 begrenzt. Unterhaltungsstätten in den 17 Provinzen bleiben dagegen weiterhin geschlossen. Darunter auch die Pubs, Bars und Karaoke-Läden. Allerdings können sich die Betreiber und die Beamten auf ihre Wiedereröffnung vorbereiten. Apisamai, eine Sprecherin der CCSA, sagte am Freitag, dass Thailand am 1. November die Quarantäne für geimpfte Ankömmlinge aus 46 Ländern beenden werde. Besucher aus einem dieser Länder müssen sich mindestens 21 Tage vor Abflug in diesem Land aufgehalten haben und ihre zweite Impfdosis mindestens 14 Tage vor ihrem Flug nach Thailand erhalten haben. Sie müssen einen RT-PCR-Test haben, der nicht mehr als 72 Stunden vor ihrem Flug negativ ausfällt, und eine Krankenversicherung von mindestens 50.000 US-Dollar haben. Thanet, der Präsident des Tourismusrates von Chonburi, sagte jedoch, dass einige ausländische Besucher aufgrund anderer Einschränkungen möglicherweise immer noch zögern würden, sie zu besuchen. Wenn beispielsweise Touristen aus China Thailand besuchen, müssen sie bei ihrer Rückkehr in ihr Land in einigen Städten 14 Tage oder 21 Tage unter Quarantäne gestellt werden, sagte er. Eine weitere unbeantwortete Frage, die Touristen abschrecken könnte, ist, ob die Tracing-App Thailand Plus die Einreisebescheinigung ersetzen wird, sagte Herr Thanet. Ja, wie gesagt, ich habe da immer einiges übersprungen, wenn ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen möchtet, Artikel, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Ja, es bleibt immer noch etwas unübersichtlich in gewissen Punkten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich habe es auch schon bei Facebook gesehen, da tauchen immer wieder Fragen auf, auch bezüglich des COI zum Beispiel oder halt auch mit 21 Tage in einem sicheren Land. Muss das der Wohnsitz sein? Wie kann man das nachweisen, wo man vorher war? Ne? Also ich meine, die Grenzen sind größtenteils offen. Und ja, gerade auch in Europa kann man natürlich auch über den Landweg mal schnell eine Grenze ganz legal überqueren, ohne dass es da einen Nachweis zum Beispiel halt mit Stempel im Pass gibt etc. Ist halt die Frage, wie will man das alles so nachweisen? Muss es der Wohnsitz sein oder reicht es, wenn du 3 Wochen vorher im Urlaub warst irgendwo, welches ein sicheres Herkunftsland ist? Fragen über Fragen. Dann habe ich noch einen Artikel rausgesucht von derverlang.com. Steigende Nachfrage nach AQ-Hotels für die erste Nacht. Auch das eine der Fragen, die noch zurzeit offen sind. Wann, wie, wo kann man das buchen etc. Bangkok: Der Countdown zur Wiedereröffnung Thailands für den internationalen Tourismus läuft und mit der Lockerung der Einreisebeschränkungen für geimpfte ausländische Flugreisende aus 46 Ländern ab dem 1. November 2021 steigt auch die Nachfrage nach AQ-Unterkünften in Bangkok für die erste Nacht nach der Ankunft in Thailand. Zwar wird geimpften ausländischen Flugreisenden aus 46 Ländern mit Inkraftsetzung der neuen Einreiseregeln ein quarantänefreier Aufenthalt im Königreich gestattet, jedoch müssen sie nach ihrer Ankunft in Thailand eine Nacht in einem AQ-Hotel verbringen, um auf das Ergebnis ihres Covid-19-Tests zu warten, der direkt nach ihrer Ankunft durchgeführt wird. Das AQ-Hotel muss im Voraus gebucht und bezahlt werden.
Um der steigenden Nachfrage nachzukommen, schätzen Tourismusexperten, dass in den nächsten Tagen bis zu 300 zusätzliche Hotels mit dem SHA-Plus-Siegel zertifiziert werden. Voraussetzung, um ankommende Reisende in der ersten Nacht als AQ-Unterkunft beherbergen zu können. Eine Übersicht zu allen bisher buchbaren AQ- und SHA-Plus-Hotels finden Sie hier. Und da ist dann ein Link zu thailandsha.com. Da könnt ihr dann nachschauen, welche Hotels da zur Verfügung stehen. Dann habe ich noch einen Artikel rausgesucht, auch von derverlang.com. Kostenloser Parkplatz für Golan-Besucher. Pattaya. Zur Ankurbelung des Inlandstourismus hat die Stadtverwaltung Pattaya die große Freifläche im Hafengebiet Bali Hai unterhalb des weltbekannten Pattaya-Schriftzugs zum Parken freigegeben. Touristen, die mit eigenem Fahrzeug nach Pattaya reisen und mit der Fähre nach Golan übersetzen möchten, können auf dem im blauen Wellendesign gestalteten Areal bis auf weiteres kostenlos parken, gab die Stadtverwaltung Pattaya in einer Pressemitteilung bekannt. Und dann habe ich noch einen Artikel rausgesucht von bangkokpost.com. Drei Dörfer im Korat unter Sperrung. Na Konrad Chasima, drei Dörfer in den Distrikten Nong Sung und Buayai wurden bis Anfang November gesperrt, nachdem dort neue Covid-19-Infektionen festgestellt wurden. Dort wurden Cluster entdeckt. Auch der Artikel geht noch ein bisschen weiter, Link dazu unten in der Beschreibung. Ja, was sagt ihr zu dem Ganzen? Schreibt mir doch mal gerne eure Meinung zu den vorgetragenen Themen in die Kommentare. Das war's auch schon wieder von dem News-Update. Wenn euch meine Videos gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und bleibt alle miteinander gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.